Herzlich willkommen bei Blue Fusion TV. Mein Name ist Markus Hövener und ich möchte Ihnen heute die Datenbank SEOKICS vorstellen. Es gibt verschiedene Link-Datenbanken, sowas wie Majestic SEO. Die meisten davon sind kostenpflichtig. Es gibt allerdings aus deutschen Landen die Datenbank SEOKICS. Kann man, wie gesagt, kostenlos nutzen und das ist schon ganz interessant. Und deswegen stelle ich Ihnen das Tool einfach mal vor. Also man kann hier eine Domain eingeben, das kann Ihre eigene Domain sein. Man kann sich allerdings vor allem auch Konkurrentendaten anschauen, um eben zu gucken, wer verlinkt eigentlich auf die Konkurrenten. Sind das vielleicht Websites, die auch auf mich verlinken könnten? Also wenn ich eine Domain eingebe, sehe ich erstmal oben ein paar zusammenfassende Daten. Ich habe sowas wie Linkpop, Domainpop. Heißt in diesem Fall 17.739 Linkpop, heißt so viele verschiedene Links gibt es auf internetkapitäne.de laut dieser Datenbank und eine Domainpop von 307, das heißt 307 unterschiedliche Domains verlinken auf internetkapitäne.de. Dann gibt es noch was wie IP-Pop, das heißt diese 307 Domains liegen auf 288 unterschiedlichen IP-Adressen und diese 288 IPs liegen in 233 unterschiedlichen Klasse-C-Netzwerken. Wenn ich dieses Tool nutze, habe ich verschiedene Tabs dort oben und ich starte immer in diesem Tab verlinkende Domains. Das heißt, ich sehe, welche Domains verlinken eigentlich auf internetkapitäne.de. Da sehe ich sowas wie Huffington Post, Diego, Trusted Shops, Bloggeramt und ich sehe in der rechten Spalte, wie viele Links gibt es eigentlich auf dieser Domain. Da sehe ich zum Beispiel Trusted Shops. Die erste URL wird mir immer direkt angeboten. Ich kann allerdings auch auf Details klicken, weil laut Datenbank gibt es hier zwei Verlinkungen auf internetkapitäne.de, um zu sehen, welche zwei Links sind das eigentlich. Hier sehe ich, dass es eigentlich technisch gesehen die gleiche Seite ist, hinten noch mit Parametern dran. Aber trotzdem, wenn ich eine Domain hätte und die verlinkt auf mehrere oder es gibt mehrere Seiten, die auf eine Website verlinken, dann kann ich das eben hier einsehen. Diese Liste geht natürlich hier noch relativ weit und ganz am Ende der Seite finde ich dann die typische Paginierung, wo ich mir dann halt auch noch die anderen Domains anschauen kann. Die ganze Liste ist sortiert nach dem sogenannten Domain Rank. Das ist eine eigene Metrik, die entwickelt haben, um zu beurteilen, wie gut verlinkt ist so eine Website eigentlich. Und nach deren Meinung ist die bestverlinkte Domain im Moment die Huffington Post und von der Anzahl der Verlinkungen her stimmt das wahrscheinlich auch. So, wenn ich weitergehen möchte, gibt es einen zweiten Tab, der heißt Links. Das ist quasi die gleiche Ansicht, die wir jetzt hatten, aber eben nicht mehr nach Domains gruppiert, sondern quasi alles einmal aufgeschlüsselt. Da sehe ich wieder die beiden Trusted Shops Links und gleich kommen die ganzen Verlinkungen von Bloggeramt, von SEO United und so weiter und so fort. Die dritte Sache, die ich mir angucken kann, sind Link-Ziele. Das finde ich immer ganz spannend. Zum Beispiel in diesem Fall, um zu gucken auf internetkapitäne.de, was sind eigentlich die Inhalte gewesen, die am meisten Verlinkungen gebracht haben. Und da sehe ich zum Beispiel auf Position 3, 4 und 5, dass offensichtlich Recaps von Konferenzen besonders viele Verlinkungen gebracht haben. Das macht auch Sinn, weil eben andere Blogs das in ihre eigenen Recaps übernehmen und dann eben auch alle auf internetkapitäne verlinken. Auch hier kann ich weiter nach unten gehen, um zu gucken, was sind eigentlich dann Beiträge, die auch gut funktioniert haben. Das wird natürlich immer weniger nach unten. Ich kann aber auch zum Beispiel gucken, wer verlinkt eigentlich hier auf meine Startseite. Das ist in diesem Fall Position 1 und 2. Um dann zu gucken, könnte ich diese Website-Betreiber nicht kontaktieren und sie fragen, ob sie vielleicht auf eine Unterseite von mir verlinken, die vielleicht für mich wichtiger ist. Also bei einem Online-Shop, dass jemand, der auf die Startseite verlinkt, vielleicht gebeten wird, auf eine Kategorie zu verlinken. Und den vierten Tab, den ich mir noch angucken kann, ist der Tab Ankertexte. Dort sehe ich halt, welche Ankertexte werden benutzt bei den Verlinkungen. Das ist hier nicht ungewöhnlich. Das heißt, die meisten, die auf diese Website verlinken, verlinken mit dem Brandname, Internetkapitäne, die Internetkapitäne oder anderen Variationen. Wenn ich allerdings ganz bestimmte Websites hier reinstecke, dann merke ich schon, dass typischerweise Keywords verlinkt werden. Das heißt, ich kann, wenn ich meine Konkurrenten da reinstecke, ein Gefühl dafür kriegen, welche Keywords sind eigentlich meinen Konkurrenten wichtig. Und ich kann mal auch hier reingucken, wer verlinkt eigentlich mit diesem Ankertext, um dann eben zu sehen, was für Websites hat mein Konkurrent vielleicht kontaktiert, um sein Ranking zu verbessern. Also auch hier kann ich wieder auf Details gucken, klicken, um dann eben zu sehen, welche Websites verlinken mit konkret diesem Ankertext auf meine Website. Und das kann ich eben, wie gesagt, für verschiedene Zwecke nutzen.
Eine andere Sache, die ich auch sehr vorteilhaft finde, von diesen vier Tabs abgesehen, ich kann immer alles exportieren. Es gibt immer oben einen Link, der heißt in diesem Fall Link-Export. Dort kann ich mir eben die ganzen Daten in Excel reinziehen, um sie dort weiter zu verarbeiten. Das hilft, das ist eine gute Sache und wie gesagt, es ist alles kostenlos. Das war soweit unser Blick auf SEO-Kicks. Wenn Sie noch mehr darüber wissen wollen, vor allem auch ein Interview lesen möchten mit der Person hinter SEO-Kicks, finden Sie das im Sucher da 43. Das ist die Ausgabe, die Ende August 2013 erscheinen wird. Schauen Sie mal rein, lesen Sie mal rein und ansonsten vielen Dank für Ihre Zeit und bis bald.